2018 war wohl, wenn nicht, das krasseste One Piece-Jahr überhaupt. Wir hatten die Schlacht gegen einen Kaiser, gegen Big Mom. Wir hatten eine neue Gear 4-Form. Wir hatten den Kampf gegen Katakuri. Außerdem hatten wir die Reverie. Wir haben Im-Sama gesehen. Wir haben Shanks gesehen. Ruffy hat ein Kopfgeld von 1,5 Milliarden Berry Kopfgeld. Blackbeard sein Kopfgeld haben wir auch gesehen mit über 2,2 Milliarden Berry Kopfgeld. Und wir haben Kaidos wahre Form gesehen in seiner Drachensoan-Form. Plus die Revolutionäre, die wir auch 2018 eingeführt bekommen haben. Aber für mich ist die Enthüllung von dem Schatz von Mary Joa wohl das krasseste bzw. das mysteriöseste, was 2018 passiert ist. Und genau darüber will ich heute auch mal reden. Über den Schatz von Mary Joa, Im-Sama und die Theorien, die jetzt seit Mai, weil das Chapter kam Ende Mai, wo wir das reviewed bekommen haben, so gemacht wurden von den Fans. Und natürlich meine eigene Meinung, was ich für wahrscheinlich halte in Bezug auf den Schatz von Mary Joa. Und da würde ich sagen, fangen wir nach dem Intro an. One Piece Theorien und mehr. Und zwar wurde ja in Chapter 906 Doflamingo gezeigt, wie er in Impel Down liegt und von Magellan beschützt wird. Und er nahm ja an, dass die Weltregierung inzwischen schon Attentäter bzw. Assassine losgeschickt hat, um ihn zu töten. Weil er halt das Wissen hat, was der Schatz von Mary Joa ist und die Angst haben, dass er das preisgibt. Und direkt, nachdem er diese Vermutung rausgehauen hat, haben wir das Szenario gesehen, wo eine mysteriöse Person mit einem spitzen Kopf und einem langen Mantel eine Treppe runtergeht zu einer großen vereisten Tür in einen riesigen Keller, wo 7 Steinnischen waren. Und diese mysteriöse Person, die ihm Summer heißt, hat 2 Steckbriefe in der Hand, steht vor einer Steinnische und in dieser Steinnische ist ein riesiger, vereister Strohhut. Was hat das alles zu bedeuten? Das war auf jeden Fall im Juni das, was wir bekommen haben 2018 und deswegen, das hat mich komplett weggehauen, als ich das gesehen habe und das will ich jetzt mal ein bisschen analysieren, nochmal diese Szene, weil normalerweise hat das eigentlich nur noch mehr Fragen aufgeworfen, als wie irgendwas anderes. Wir wissen von Doflamingo zum Beispiel, dass er gesagt hat, dass das Wissen alleine darüber ausreichen würde, um die Welt in Aufruhr zu versetzen. Das waren seine Worte 1:1. Außerdem hat er das Wissen über den Schatz von Mary Joa als Druckmittel benutzt, damit die Weltaristokraten, also die Tenryubito, diese Himmelsdrachenmenschen, bei seinen Vorhaben unterstützen. Also er nutzt es auch richtig aus und deswegen macht seine Vermutung jetzt auch Sinn, dass sie ihn jetzt natürlich aus Impel Down raus töten wollen. Weiterhin ist noch bekannt, jetzt haltet euch alle fest, dass mit Hilfe dieses Schatzes in Verbindung mit der Kräften der OP-OP-Nomie, also der Operationsfrucht, die ja Trafalgar Law jetzt hat, dass in der Verbindung der OP-OP-Nomie und der Schatz von Mary Joa, dass man damit zusammen die ganze Welt erobern kann. So hat das Doflamingo noch gesagt und deswegen wollte er auch die OP-OP-Nomie. Was hat das alles zu bedeuten? Fragen über Fragen und wirklich weniger am Antworten. Es gibt einige Theorien in der Community bzw. einige Vorstellungen zu dem Schatz von Mary Joa. Erstmal muss man klarstellen, das war der Schatz von Mary Joa. Ich bin mir auch sicher, dass das der Schatz von Mary Joa war, den wir dort unten im Keller von Mary Joa vom Pangaea Castle gesehen haben. Beziehungsweise glaube ich, dass es mehrere Schätze von Mary Joa gibt. Dort unten in dieser Kammer waren nämlich mehrere kleine Altare in diesen Steinnischen, wo wahrscheinlich genau 7 an der Zahl waren, weil wir haben 7 so eine Lücken gesehen und viele nehmen jetzt an, es sind dort auch 7 verschiedene Objekte. Und jedes Objekt, was dort in einer Steinnische liegt, hat eine bestimmte Fähigkeit. Wie meine ich das? Und zwar wissen wir, dass die Zahl 7 oft im Japanischen was Besonderes ist. Es gibt so viele Referenzen dafür. Wir wissen alle zum Beispiel auch die 7 Dragon Ball zum Beispiel. Und Oda hat sich nun mal an Dragon Ball sehr oft dran orientiert, wenn er One Piece geschrieben hat. Und nehmen wir mal an, es gibt 7 Objekte, wo jedes Objekt eine verschiedene Fähigkeit hat, wie zum Beispiel der Strohhut. Viele nehmen nämlich an, Im-Sama, der unten vor dem großen vereisten Strohhut war, hatte den Steckbrief von Ruffy in der Hand, das hat man ja auch gesehen. Und er hatte den Steckbrief von Roger noch in der Hand, weil er hatte 2 Steckbriefe übereinander und hat nun mal noch einen Steckbrief gesehen, wo noch jemand mit dem Strohhut drauf ist. Und dann stand er nun mal auch vor dem großen Strohhut in dieser einen Steinnische. Und was verbindet Roger und Ruffy? Natürlich ganz, ganz viele unzählige Sachen, das ist mir klar. Aber diese eine bestimmte Fähigkeit, die übernatürlich ist, und zwar die Stimme des Universums. Und vielleicht liegt es daran, dass sie beide die Stimme des Universums haben, vielleicht liegt es an dem Strohhut, den sie beide haben. Dass sie dadurch die Fähigkeit bekommen haben, einfach durch den Strohhut. Weil der Strohhut kein normaler, gewöhnlicher Strohhut ist, der einfach nur aus ganz normalem Stroh gefertigt ist, sondern eventuell aus dem gleichen Material oder aus dem gleichen Stroh sogar selber hergestellt ist, aus dem auch der große Vereiste gemacht ist. Aber was soll das alles zu tun haben mit der OP-OP-Nomie? Wenn man die nämlich hat, kann man die Welt verändern, wenn man dann das Wissen bzw. den Schatz von Mary Joa hat und die OP-OP-Nomie. Gibt es für mich nur Sinn, dass man eventuell mit der OP-OP-Nomie die verschiedenen Fähigkeiten von den 7 Schätzen extrahieren kann, transplantieren kann eventuell in andere Objekte, wie das eventuell mit der Fähigkeit gemacht wurde von dem vereisten Strohhut, der da ist. Vielleicht wurde die Fähigkeit, vielleicht war das ja der Strohhut von Joy Boy oder sonst
Sonstiges. Vielleicht sind das ja alles 7 verschiedene Gegenstände mit übernatürlichen Fähigkeiten von dem alten verlorenen Königreich. Mir fällt jetzt nur nicht ein, was noch neben der Stimme des Universums noch für übernatürliche Fähigkeiten da unten liegen könnten. Vielleicht ist eine Fähigkeit davon, Teufelsfrüchte herzustellen oder Sonstiges. Normale Früchte mit Teufelskräften zum Beispiel auszustatten. Und deswegen, wenn man die OP-Opinomie hat, kann man eventuell diese ganzen Fähigkeiten von den 7 verschiedenen, ich sag schon fast magischen Gegenständen, in andere Objekte transplantieren. Und vielleicht ist deswegen gerade auch die OP-Opinomie so gefährlich. Ich kann mir sowas wirklich vorstellen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das ist die Theorie, die ich am wahrscheinlichsten halte, um ehrlich zu sein. Weil man muss ganz ehrlich sagen, Leute, es war sowas von random, dieses ganze Szenario unten in diesem Keller. Vereister, riesiger, auch noch ein riesiger Strohhut. Wenn das wirklich der Strohhut von Joy Boy gewesen ist damals, der auch dieses Versprechens-Pornoglyphen auf der Fischmenscheninsel abgegeben hat, dann muss der eine Riese gewesen sein, beziehungsweise ein extrem großer Typ, weil der Strohhut war nun mal im Vergleich zu Imsama riesig. Und Imsama haben wir auch schon mehr oder weniger im Vergleich zu einer anderen normalen Person gesehen. Deswegen Imsama ist jetzt auch nicht irgendwie so extrem klein oder so. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Und dann ist es auch noch komisch, warum Imsama überhaupt diese 2 Steckbriefe in der Hand hatte. Eventuell wollte er nur abgleichen, ob es wirklich der Strohhut ist. Ob Roger den Strohhut hatte, ob das der Strohhut ist auf dem Steckbrief und jetzt mit dem Strohhut letztendlich abgleichen, der da ist. Vielleicht sind in den anderen Steinnischen andere Hüte, vielleicht auch Strohhüte mit anderen Kräften oder wer weiß, Leute. Es kann alles sein. Also es ist wirklich ziemlich random, das ganze Szenario mit dem Schatz von Mary Joa. Viele sagen aber immer noch, ist das war eventuell gar nicht der Schatz von Mary Joa. Vielleicht ist das nur ein anderes Geheimnis. Ich bin mir wirklich zu 95% sicher, dass das der Schatz von Mary Joa ist, beziehungsweise ein Teil von dem Schatz von Mary Joa, weil da unter dem Schloss hinter einer riesigen Kammer vereist, wo nur Imsama wahrscheinlich reinkommt, der ja über den Gorosei noch steht und dann gerade davor noch das Szenario mit Doflamingo, der über den Schatz von Mary Joa redet und dass es gefährlich ist für ihn, dass jetzt Assassine kommen und so und ihn töten und dann direkt das Szenario da unten im Keller. Es liegt schon mal ziemlich nahe, dass das der Schatz von Mary Joa ist und ich glaube, da gibt es auch keine Widersprüche. Viele sagen, der Schatz von Mary Joa ist noch ein Road-Pornoglyph oder sonstiges, weil wir wissen alle, es fehlt noch ein Road-Pornoglyph. Es wurde gesagt am Anfang, es ist verschollen und wir brauchen alle 4 Road-Pornoglyphen. Theoretisch so wurde uns das gesagt als Zuschauer und auch Ruffy wurde das gesagt. Er braucht alle 4 Road-Pornoglyphen, um Raftil zu finden und Raftil ist letztendlich die geheime, versteckte Insel, die man so nicht finden kann. Man braucht die Pornoglyphen, um die Koordinate dann mehr oder weniger auffindig machen zu können. Natürlich gibt es auch Theorien, dass man das schon mit 3 Pornoglyphen finden kann. Das mal dahingestellt, ist dann alles andere, was wir über den Schatz von Mary Joa wissen. So zum Beispiel, dass allein das Wissen über den Schatz schon die ganze Sicht verändern sollte, beziehungsweise auch, wenn man die OP-Opinomie hat, was soll das mit der Operationsfrucht und einem Road-Pornoglyph, was soll das irgendwie bringen? Beziehungsweise wurde uns ja gesagt, dass man die Welt erobern kann mit der Operationsfrucht und dem Schatz von Mary Joa. Und da macht es nun mal Sinn, dass es irgendwelche natürlichen Kräfte sind, die man nur mit der Operationsfrucht auch irgendwie entnehmen kann aus den Gegenständen, die da liegen. Und eventuell war ja von dem alten Königreich, verlorenen Königreich, vielleicht waren das ja wirklich Leute vom Mond mit diesen übernatürlichen Kräften und das wollte einfach die Weltregierung auf diesem Planeten jetzt, wollten sich das zunutze machen, diese verschiedenen Fähigkeiten und haben deshalb das verlorene Königreich damals getötet. Eventuell war auch das verlorene Königreich, vielleicht haben die sich auf Raftil auch niedergemacht oder sonstiges, weil wir wissen, es gibt das verlorene Jahrhundert, was da passiert, das wissen wir nicht. Ich gehe davon aus, dass die Weltregierung dort das verschollene Königreich getötet hat, beziehungsweise die Dies. Ich sage, das sind die Dies, die vom Mond gekommen sind. Ich sage, die sind wirklich vom Mond gekommen, weil dort haben wir Enel gesehen, was auch wieder zu der Hut-Theorie passt, weil der war dort im alten Bürgerkönigreich, hat dort diese Ruinen gefunden und hat, wie gesagt, diese Steinmalereien gesehen, die dort eingraviert waren in die Steine, was wahrscheinlich die antiken Waffen waren, da geht man halt von aus, aber diese Leute, die dort waren, hatten auch verschiedene Hüte auf dem Kopf. Vielleicht hat es mit den antiken Waffen oder sonstiges auch mit diesen komischen Hüten zu tun. Es ist jetzt ein bisschen komisch und ein bisschen überm Tellerrand geblickt, ohne Anhaltspunkte, aber dafür ist so ein Video auch mal da, dass ich mal ein bisschen überm Tellerrand schaue und ich glaube, dass die Operationsfrucht noch viel wichtiger wird, als wie wir eh schon denken, mit der Operation der ewigen Jugend, also mit dieser Unsterblichkeitsoperation, das ist natürlich extrem krass und natürlich die Fähigkeit, das mit dem Schatz von Mary Joa, beziehungsweise es wird ja sogar Nationalschatz irgendwie genannt und das natürlich in der Verbindung und ich glaube, dass die OP-Opinomie da schon eine Schlüsselfrucht ist im wahrsten Sinne des Wortes, weil während es wirklich einfach nur Relikte aus dem verlorenen Königreich, die dort aufbewahrt werden, ohne irgendwelche Kräfte, ohne irgendwelche Bedeutungen, das hätte gar keinen Sinn, dann hätten sie es einfach verbrannt, wie die Weltregierung das ja eh immer macht. Die Weltregierung hat ja Bücher verbrannt, die haben ja sogar auch Pornoglyphen beschlagnahmt, die suchen ja selber die Pornoglyphen, um die zu beschlagnahmen, damit keiner das rausfindet. Die wollen ja alles vertuschen, was damals passiert ist. Und es sieht ja nun mal aus, so als wäre das wirklich ein Relikt aus dem verlorenen Königreich, dieser Strohhut. Und wäre das wirklich 0815 Strohhut, dem einfach nur vielleicht Joyboy gehört hat oder jemanden, der halt zum verlorenen Königreich gehörte, dann könnte die Weltregierung das ja wie auch immer, wie sie es immer machen, einfach nur verbrennen und sozusagen unter den Teppich kehren. Einfach löschen sozusagen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Relikte, die dort in den Steinnischen liegen, spezielle Kräfte haben. Und dass insbesondere der Strohhut, beziehungsweise auch den Strohhut, den Ruffy hat, dass das eventuell die Fähigkeit ist, die Stimme von allen Dingen zu hören. Wie zum Beispiel die Stimme des Universums halt, so wie es auch genannt wird. Dass man einfach von Seekönigen oder auch von Sunisha hatte Ruffy ja die Stimme gehört. Und das hat alles, glaube ich, mit dem Strohhut zu tun. Dass er alles wahrnehmen kann, alles hören kann, genau wie es Roger auch schon getan hat. Das ist wirklich ein Thema
2018 was aufgekommen ist, was wirklich so viele Fragezeichen aufgeworfen hat, weil es wie gesagt mit das Wichtigste ist überhaupt in der ganzen One Piece Geschichte. Dieser Keller unter dem Pangea Schloss, der Schatz von Mary Joa, Im Sama, das alles, und es ist auch wirklich extrem schwer dort schlüssige Theorien sich irgendwie herzuzaubern, und ich habe mir die jetzt einfach ausgedacht, mehr oder weniger aus ganz vielen anderen Versatzstücken. Ich habe mir ein bisschen was in Foren und so reingezogen und habe die jetzt zusammengebastelt. Ich glaube wirklich, dass dort mehrere Relikte liegen und dass der Strohhut mit Ruffy Strohhut verbunden ist irgendwie und dass er dadurch die Fähigkeit auch der Stimme des Universums bekommen hat. So, schreibt eure Meinung bitte dazu in die Kommentare. Ich wollte unbedingt mal so ein Video machen, nochmal 2018. Ich habe das ein bisschen vor mich hergeschoben, weil es wirklich schwer ist, sich was herzuzaubern. Ich bin aber draußen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.